So, da wäre ich wieder. Es ist Zeit, dass die Kinder sich mal auch positiv einbringen, finde ich. Break Camp. Gehst du mal hier hin? War da unten? Ah, stimmt. 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 Vielleicht sollte. Nein, gehen wir die holen, weil die ist schon von Anfang an da unten, glaube ich. Gehen wir uns die mal kurz auch noch anschauen. Bin ich kurz in die falsche Richtung gelaufen. Das war natürlich sträflich böse von mir. Aber was soll man tun? Shit happens. A hurricane engulfs you. Stay strong. Auto resolve, wer was? Resolve manually. Wieso kann ich eine Dreier-Challenge bitte nicht besiegen? Was geht? Naja, es ist wahrscheinlich immer wegen meinem blöden... Wegen meinem blöden, mangelnden Krieger. Ich meine, die Double Tosses sollten das ordentlich in sich haben. Ich fetze mal gleich zwei von Anfang an aus. Bamsti, Bamsti. Und dann machen wir einfach weiter. Double Toss und ein weiterer Double Toss und ein weiterer Double Toss. Als gäbe es kein Morgen. Kommen die da her? Die kommen. Die machen die doch alle Meier. Okay, dann habe ich noch einen. Wen kann ich noch irgendwo hinsetzen? Dich, oder? Du wenigstens was tankst. Bam, du tankst das. Schauen wir mal, wie es läuft. Wir machen zweimal. Das ist doch lächerlich. Wir machen doch einfach alles. Ja, eben. Du bist hin. Du bist jetzt auch schon hin. Ich meine, wie zum Geier war das ein. Hätte ich das verlieren sollen? Der lächerlich. Na, Samstag bin ich weg, leider, Shagger. Sorry. Möglichstens morgen gibt es noch einen, dann ist aus. Bis. Was ist das? Bis. Samstag drauf. Samstag die Woche drauf. Muss ich schon wieder Zeug wegwerfen? Naja. Ich so angehört. Ich glaube, ich Sandstone bekommen. Weg mit dir. Du kannst schon wieder weg. Ich auch schwer. Okay. Good enough. Den ganzen Blödsinn da rumliegen. Oh, das heißt, wir können einen Schritt weiter gehen. Das ist großartig. Ich meine, wenn die eine mal zur Kriegerin werden könnte, dann können wir noch mehr Zeug holen. Be amazing. Wir haben momentan ja leider gar keine Kriegerin. Nicht eine einzige. Attack. Order resolved. Dankeschön für den Outcome. Das war ja wohl auch klar. Kann ich es liegen lassen, was für ein Arsch ist? Ich brauche diesen Müll nicht. Ich brauche diesen Müll schon. Na warte, da war es. Wo ist es denn? Amber Spear. Weg mit dem Schwachsinn. Dann hatten wir... Die Dinger sind auch für ein Ohr. Oh, die sind aber so leicht, dass sie vielleicht sogar... Ne. Ne. Ja, 4,4 Shielding. Das bringt bitte schon 4,4 Shielding. Gar nichts bringt es. Überhaupt nichts. Wo ist jetzt mein Grüppchen? No, we don't want to join groups. Wir wollen diesen ganzen Schwachsinn hier rumliegen lassen. Und dann wieder in Richtung oben gehen. So, jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wie wir das mit den Materialien machen. Ich meine, ich könnte mir das letzte holen und dann könnte ich mir das holen, aber was bringt mir das? Kann ich aus den Dingern dann das hier machen? Maybe. Vielleicht sollte ich mir einfach mal, wenn ich schon die Punktis habe, nicht? Aber die Punktis. Let's spend the Punktis. Ancient Wood. Bams die. Dann machen wir jetzt Geld leider. Oh shit, ich habe nicht genug. Upsi. Jetzt habe ich aber viel ausgegeben. Könnten wir jetzt was, können wir jetzt kochen? Also nämlich neue Materialien, bessere? Nein, kann ich immer noch nicht. Wieso nicht? Ich will aber. Können wir das vielleicht nur in einer Siedlung machen, wo wir was... Servus, Kart 32. Jo, danke, Shagger. Und der ebenfalls schöne. Feiertage. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Vielleicht muss ich eine Siedlung bauen dafür. Aber ich glaube, wir bauen die Siedlung erst auf dem nächsten Kontinent.
Okay, du hast auch. Es bringt halt nichts, wenn ich dich Mystisches zum Lernen lasse, weil du dann trotzdem nicht das wirst, was du werden sollst. Weil dir nur Wisdom was bringt für den Sch. Es hat noch nie was gebracht, deinem Charakter. Ich geb's ihm jetzt trotzdem, aber es hat noch nie was gebracht. Okay, da ist noch eine Ruine, da ist noch eine Ruine. War ich da noch nie ganz in der Mitte? Sieht ein bisschen danach aus, als wäre ich da noch nie gewesen. The path you're on seems solid and safe, but you realize too late that you stepped into quicksand. Schauen wir mal. Figure out. You do not see a safe path through the quicksand, at least not one that is straightforward. But you do see a pattern of rocks spread out in front of you. Some of them seem solid and stable, and others become submerged from time to time. Figure out the correct path. Auto resolve for the hammer. Yeah, easy. Wieso habe ich jetzt Zeit bekommen? You find a safe path and follow it without incident. You discover the remains of a less fortunate soul. Whee, Leichenplünderer. Okay. Na, ich meine, wenn es funktioniert, wieso nicht? Jetzt sind wir schon wieder overencumbered. Irgendwer von euch, lieben Kindern, muss jetzt so bald einmal erwachsen werden, damit sie auch ein bisschen anpacken können. 15 Runden noch. Was ist mit dir? 10 Runden noch. Was ist mit dir? Eine Runde noch. Was bist denn du? Du bist die, die ich Hexe werden wollte. Und die wird schon wieder nicht Hexe, gell? Na, sie hat den Blödsinn, sie hat Perception, sie wird schon wieder... Sie wird schon wieder Jägerin, aber ich... Wieso ist du das da? Wollte ich, dass sie Jägerin wird? Nein, ich hab das fürs Destiny gemacht. Das wird keine... Die werden nie Hexe. Oh. Ich kann sie zur Hexe werden lassen. This is great. This is absolutely great. Moment mal. Also sie wird jetzt erwachsen. Wir könnten sie sicher nicht kriegen. Ne. Hunter? Meh. The child is wise beyond its years. Circa? Meh. Good craft? No. Mysticism, chance and female. Und du hast ein bisschen Mysticism wenigstens. 3,6. Ist besser als nix. Ist besser als nix. Your child is born with the mark of a witch. This path is dark and dangerous. Let's do it. Begin the trials. Oh, she's a witch. Yes! Wir haben eine Hexe. Wir haben eine... This is great. I love it. Was machen wir mit Hexen eigentlich? Sag mal her, Hexe. How is things? Liebe Hexe. Wo bist du überhaupt? Welchen Namen hast du? Tasha! Die Hexe. Interesting. Ja, das ist ganz viel Mysticism. Aber die Frage ist, was mache ich mit dem Mysticism? Welche Waffe bringt was für Mysticism? Du hast... Ja, ich meine, gut. Ja, die Artifacts. Was ist mit der Scroll? Random Blasts, oder? Random Blasts. Yes. Wenn du noch ein paar geile Sachen beschweren könntest, wenn wir dir einen Codex mit... Das ist das Dryad Scroll, macht Random Blasts. Also wir geben dir natürlich mal das hier. Klare Sache. Überhaupt keine Frage. Willst du ein paar Dazzling Robes noch dazu? Bamstick. Hat sie sogar noch... Hat sie sogar noch... Wo bist du? Kriegst du Destiny oder Mist? Kriegst du Destiny, das relativ wurscht ist für dich. Perception ist fein, ist nicht so wichtig. Aber ich bin definitiv ein Fan davon... Also das ist Dryad, wo wir die Random Blasts bekommen. Dryad Wood. Haben wir das nicht irgendwo hier rumliegen? Wir haben doch alle... Elfenwood, wir haben alle Elfenwood-Formen. Elfenwood, Darkwood. Haben wir wirklich nur Darkwood oder. Haben wir nirgends? Darkwood. Darkwood. Wir haben nirgendwo Elfen. Dryad. Mein Fehler. Ich würde das trotzdem. Was können wir mit Darkwood anfangen? Wenn ich das mal frei habe. Jetzt, nachdem wir eine Hexe haben, interessiert mich das sehr. Wobei der Fight, den wir gerade vorher gehabt hätten, wäre kein spiritueller gewesen. Wobei die Hexe zählt vielleicht als Magierin, oder? Da oben. Ist da auf dem... Okay, wir gehen da... Wo gehen wir jetzt gerade hin? Ah, ich bin so... Wir gehen dahin. Dann wollen wir eigentlich dahin die Ruine abklappern. Dann... Ich hab mal ein bisschen Dark... Ah, wir haben doch Darkwood. Könnt ihr mal sehen, was wir aus Darkwood so machen könnten? Also, okay, wir haben noch vier. Wir gehen natürlich jetzt zuerst in die Richtung. Sorry. My bad. Wir gehen zuerst dahin. Alles ist gut.
Du chillst jetzt hier kurz und jetzt mal, wenn wir mal nachschauen. Quasi. So ein bisschen. Haben wir... Wir haben kein Darkwood. Wir haben nur... Doch, wir haben Darkwood. Ich möchte mal schön... Scrollmäßig, was will mir das Darkwood hier bringen? Summon on living random blasts. Exactly what I want. Okay. Codex-mäßig können wir einfach nichts machen, oder? Wie schauen wir da aus? Damit, Knochen... Na, Leder, sagen wir ehrlich. Knochen, wenn wir keine haben. Summon on living ice spike ist halt nicht so geil. Was wär's mit Dryadwood? Summon on living energy disturb. Was ist mit Elfenwood? Summon on living ice spike. Summon on living ice spike. Ice spike. Ja, das heißt, ich müsste eine Scroll machen, weil der Codex tut es einfach nicht. Aber kann ich den Scroll eigentlich damit machen? Und das wäre immer noch... Ja, wir hätten immer noch Random Blasts. This is exactly what I need. Ja, wieso machen wir das nicht einfach? Aber sowas von. Ha! Okay, ich kann eh schon nicht viel gerne. Was ist deine Moment? Das ist 0,8 oder so ein Blödsinn, oder? Was ich dir gerade gegeben habe, liebes Hexchen. Tascha. Sorry, Tascha. Sind ja modern, wir duzen uns. Ja, 0,8. Easy, bessere Random Blast. Es wäre halt cool, wenn wir einen Codex mit Random Blast hinkriegen würden, aber ich glaube, wir kriegen leider. So wie das ausgesehen hat, ich habe es versucht, aber Codex-mäßig geht da immer nichts weiter mit den Random Blasts. Alles, was wir ausprobiert haben, gell? Ice Spike. Es ist egal, welches Holz da scheinbar. Und das Energy Disturb. Das ist nix. Das ist mit Enchanted, leider habe ich das. Summon and Living Energy Disturb. Das ist... Also wir random Level unten hingehen. Energy Disturb again. Die Kombinationen! Ice Spike Energy? This is weird. Was ist damit? Können wir wirklich nie irgendwas noch damit Besseres finden als such a sad story. Nein, nicht mit dem Codex. Nicht mit dem Codex kriegen wir nichts Gescheites zusammen. Ja, können wir die Score machen. Die wir jetzt schnell machen. Weil je früher wir sie haben, desto besser. Nun Task. Scroll. Wir haben hier mal ein bisschen Elfenwood. Bisschen Fur Leather. Summon on Living Random Blast. It's perfect. Confirm. Dauert eh gar nicht so lang. Haben wir hier 150 rein. Da nochmal 130. Zwei Runden lang. No props. Und wir holen uns kurz noch ein bisschen Holz, damit uns das nicht ausgeht. Das gute Brennholz. Naja, wobei wir haben genug Brennholz. Nein, das macht mich nur unnötig wieder. Schwerer. Was ich auch nicht möchte. Darum. Da ist die Scroll. Und die drücken wir jetzt da lieben Tascha in die Hand. Es freut mich, dass du jetzt tatsächlich endlich wer Hexe geworden ist. Mysticism brauchen wir für die Hexe. Okay. Nicht Destiny, sondern Mysticism. Du solltest jetzt ziemlich fette. Ich meine, das sind 12 Random Blasts. Die können schon was. Die können schon definitiv ein bisschen was. Hast du? Naja, ich kann dir nicht wirklich noch was in die Hand drücken, weil du mit den Dazzling Rope schon genug beschäftigt bist. Bei Camp. Gehen wir darüber. Wie geplant. Granite abbauen. Ich hab schon wieder neu. Ich könnte natürlich auch hin was. Ich meine, was passiert, wenn ich sage. Was passiert, wenn ich sage, ich will da was besser haben? Bessere Kodexe. Was wird denn das sein? Ah, da kann ich aus was anderes auch noch als Secondary verwenden, als das, was wir jetzt. I don't know if I need that. Für einen Moment. Da wäre auch wieder nur, dass ich andere Sachen verwenden kann. Sind die dann besser? Hard to tell. Ja, Moment, dann konzentriere ich mich lieber auf die Materialien. Macht uns relativ wenig Sinn.
Habe ich zumindest das Gefühl. Investigate the safe right. Es ist eh nur Chance, den ich hier bekomme. Ich möchte das gar nicht haben. Den Sandstone. Der macht mich wieder nur schwerer. Und ich will doch gar nicht schwerer sein. Los. Okay. Gehen wir jetzt vielleicht. Ich glaube, wir checken jetzt noch kurz ab, wo wir jetzt checken, was da oben abgeht. Und sonst setzen wir uns ins Boot. Fight! Auto Resolve is Vladimir. Geht's nicht so gut. It's fine. Fight! Auto Resolve is Leave. 0,5. Okay. Weiter geht's. Wie gesagt, ich traue mir nicht, das Business. Ey, jetzt ist da plötzlich was entstanden. Anzugreifen. Investigate the safer areas. Ich will auch kein normales Leder mehr haben. Ich krieg da nur Zeug, das ich nicht mehr will. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, diese Insel zu verlassen. Weg damit. Ich nehme mir das Iron mit, weil ich da noch nichts anderes bekommen kann. Und ein paar Öbs mitnehmen. Nächstes Mal. Das Holz brauchen wir zum Verbrennen. Hm. Fein. Ja gut, dann werden wir hier noch kurz campen. Und uns ein paar Öbs reinfetzen, weil wir damit anderes Essen kochen können. Also mit dem vorher. So, das ist fein. Jetzt sind wir fertig damit. Und wir gehen in die Richtung rauf. Hier vorbei wieder und dann darüber. Ach, da gibt es auch wieder eine. So viele Ruinen, die aber eh nicht so viel bringen. Oh, das ist ein neues. Also nicht für mich, aber das hatten wir, glaube ich, jetzt in dem Let's Play noch nicht. Und definitiv in dem Stream noch nicht. As you stop to refill your water supplies, you find a fish with a golden tail trapped in the shallow waters, thrashing about. If this is a goldfish, they are known to have magical properties. Speak to it. Ignore the fish, help the fish back into the deeper water. Eat the fish. Ah, wir helfen dem Fisch. The fish regains its strength almost as soon as it is free to swim. It jumps and speaks to you. Thank you, kind stranger. You released me without the promise of reward. And this is rare. I'm bound by laws. I cannot grant you a wish, but I can tell you a secret. Do you want to hear it? Ja, jetzt erzählt mir was über den See. Und wir wollen mehr über den See wissen. Come on. We got this. Und jetzt erzählt mir mehr über den See, dass ein Kind, das gestorben ist. Und wir müssen dem Kind, das müssen wir schon wieder machen. Singe der Lullaby. Also ja, genau. Ein gute Nachtlied müssen wir dem Kind singen. Und dann ist alles super. Wo ist denn jetzt das Kind? Ist die Frage, die sich stellt. Das war ja nur in der Nähe, dachte ich. Das da unten wird jetzt wohl nicht das Kind sein. Jedes Mal neue Ruinen. Kaum ist man eh nur vorbeigelaufen. Nie kann man es fertig machen. Gehen wir mal da rechts. Na, aber das sind ja nur... Na, da waren wir noch nicht. Vielleicht ist da das Kind. Possibly. Okay, anyways. Ihr kriegt ein Upgrade. Du kriegst sicher nichts davon interessiert mich. Ich brauche mehr Intelligenz für dich, mein guter Junge. Was ist die zwei? Ich glaube, ich brauche eigentlich nur Intelligenz für dich, oder? Lass mal kurz sehen. Equipment. Mein lieber, freundlicher, allseits beliebter Vladimir. Sorry, nicht Waldemar. Mein Fehler. Ja. Haufen Intelligenz brauchst du. Kriegst keine. Okay, hast da irgendwas. Mit Perception werde ich dir nicht geben für das. Blunt Attack braucht er schon wieder Intelligenz an Mysticism oder Stärke. Stärke gebe ich dir sicher nicht. Oh, Energy Disturb kannst du wenigstens mit Wisdom und Destiny was anfangen. Okay. Dann schauen wir es uns doch nochmal an. Na, dann kriegst du ein bisschen Destiny. Marianna! Du bist intelligenter als die anderen. Du brauchst nicht Huntes. Machen wir Blunt Attack. Haben wir da wenigstens einmal Intelligenz oder ist es Wisdom? Nein, ist Intelligenz, okay. Immer die Blunt Attack. Passt. Oh, du kannst noch weiter. Oh, da ist es. Da ist unser kleiner See. Direkt neben dem Nightbringer Spawn. An den ich mich nicht dran traue, weil er viel zu brutal und bösartig und überhaupt ganz gemein ist. Also, wir checken uns jetzt das Boot. Oh, Magic User, sing the Lullaby. Oh, wir können noch was Besseres machen. Das will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Haben wir die Hexe? Wir sollen im Spirituellen sollten wir noch super sein mit der Hexe und dir zusammen, oder? Easy. Wir haben einen 12er Schaden daraus. Und dann, dich kann ich gleich dahinten. Ich lasse die Hexe tanken im Spirituellen. Und dahinter siedle ich unseren Circa an.
Da geht es eh schon ganz geschwind. 29, ob du jetzt haben musst, solange jetzt erstmal kommst. Das ist ein bisschen eine schwierige Angelegenheit wird. Aber haben wir den mal Hand des Mal drauf. 9,0, 9,0, 8, wer ist denn jetzt zuerst? Wer hat 6,5? Achso, das ist noch von vorher. Das stimmt überhaupt nicht! Okay, wir haben nochmal was drauf und jetzt bist du zu spät. Jetzt gehen wir dich weg, bevor du überhaupt reinkommst. Oder? 11,0 bitte. Hey, ich habe End Turn, dachte ich, hätte ich geklickt. Habe ich aber scheinbar nicht. Mein Fehler. Von euch wäre schneller, ihr seid auf 13 und du bist auf 11. Du bist auf 12,0, du bist eigentlich recht schnell und kannst ihn auch wegfetzen. Problemlos. Wir haben nur nichts mehr wirklich mit einem hier, was Sinn macht. Der Heiler vielleicht? Also dich sollten wir mal wegfetzen. Bevor du überhaupt drankommst, das heißt du kommst auch nicht dran. Yes! Nice. Aua! Weniger nice. Noch einmal Aua. Jetzt gibt's dir aufs Maul. Jetzt kommst du nochmal dran, leider. Jetzt wieder. Ich verstehe nicht, dass das immer bei dir ist. Alles fein. Und jetzt kriegst du aufs Maul und dann kriegst du sowieso alle nochmal dermaßen aufs Maul, dass ihr alle tot seid. Wonderful! Also, nun muss nochmal. Your ritual bound the child's spirit and bent it to your will. Its form flickers from that of a young boy of no more than 6. Playing happily with a wooden horse alongside a mother, to a starving child clenching its stomach beside a barely living woman. And then you see the face of a knight in armor laughing. The reel of emotions and memories plays over and over. Okay, wir sind alle ein bisschen, wir haben spiritual blessings bekommen. Continue to explore the castle ruins. Now the child spirit must be bound here by an anchor. Look for something in the house that you can use to release its tormented soul. Sind wir mal die Guten, oder? Hin und wieder muss man auch die Guten sein. You can speak to me? No one ever can. They just run and scream when I try to talk to them. Explain to the ghost that his spirit energy is manifesting as an attack because of how much anger or sorrow he has. Oh, I see, I didn't know. All I wanted is to ask people to find my mommy. Oh, ist das tragisch. Ich brauche gleich noch ein Bier, wenn es so weitergeht. Ask if you can help find his mother. It was so long ago. I was a boy, hungry and afraid. My mommy was dying without food, and the knights, they took everything and sat in the castle. I went to ask them for food, went to the bridge, said my mommy was hungry. Then my stomach hurt. So cold, so dull. Then I was here, alone, and everything was gone. The child ghost is clearly bound here because he's looking for his mother, trying to find the remains in the house. Okay, Moment. Was ist das? You do not find any human remains in the house, but you discover a perfectly preserved wooden horse. And you realize the spirit child holds one just like it. The boy's eyes light up and he speaks, "My horsey! You found it! Let's go and tell mommy." The spirit disappears but leaves a trail you can follow. Yeah, come on. We're in it now. Leave this place to follow the trail. But now we're done? Ah shit, das ist schon wieder ein anderer. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist dein gelbes Rufzeichen? Müsste da nicht irgendwo ein gelbes Rufzeichen sein? Naja, das war das von vorher. Hey! Wo ist er hin? Hat er mich beschissen? Das ist aber nicht freundlich. Naja, wir brauchen mal wieder ein bisschen Fisch. Fällt mir gerade auf. Also checken wir uns ein bisschen Fisch. Selbstverständlich. In der Gathering-Option. Wir haben 40 Fisch, das ist ganz nett. Ist es da oben jetzt irgendwo? Nein, ich sehe es aber nirgends. Ich dachte, we have to follow the trail. Und ich dachte, der Trail wäre jetzt vielleicht irgendwo anders auf der Karte. Ist es da unten? Ich kann doch jetzt nicht da auch noch nachschauen gehen. Aber es ist irgendwie. Würde mich interessieren, was mit dem Kind passiert ist. Wer bist du? Strength? Oh ja! Wir versuchen eine neue Kriegerin zu bekommen. Hoffentlich funktioniert es. The traumatic events
of the last few days made it clear your child is child no more. They now face the time of the croppings, the rite of passage into adulthood. Und wir versuchen dich zur Kriegerin zu machen. Begin the trials! Yes! Rejoice! Okay, okay. Langsam wird's wieder was. Langsam können wir wieder gescheit austeilen. Ich meine, so nicht perfekte Kriegerin, aber hey, wir haben wenigstens wieder einen Tank. Bam! Badass, my good friend. Also du kriegst jetzt mal heavy Monster Armor. Monster Heavy Armor. Bam! Dann kriegst du das nächstes. Quartz Hatchet. Dann kriegst du, ich glaube, ist das Wooden Shield besser? Naja. Ich kann die Eisenschilde einfach weghauen. Ich mag Schilde ja schon nicht. Ich hau einfach die Eisenschilde weg. Fuck 'em. Who needs 'em? Nobody. Sonst hast du ganz okay Wisdom, also könnten wir dir eigentlich. Wollen wir dich einfach bei beiden helfen lassen oder wollen wir dich einfach craften? Okay, du kannst dich einfach craften. Du lässt dich mit beiden helfen lassen. Geht sich ja nicht aus. Du kannst auch nicht so viel halten. Okay, schon. Wie ist jetzt? Geht's hier nicht aus? Wie ist jetzt das? Geht's immer noch nicht aus, aber knapp mittlerweile. Die 8 Stärke ist noch nicht wirklich das Wahre. Du machst auch noch nicht wirklich viel Schaden. Ist nur 1 zu Schaden. Das ist die für Rüstung 41 zumindest. Das, dafür ist sie da. Damit sie mit 41 Rüstung vorne steht. Ein Zweihänder war halt leibender. Weiß ich, ob ich jetzt auch noch das freischalten kann. Hätte ich überhaupt die Sachen, um da was zusammenzubauen? Wenn wir es uns kurz anschauen. Wenn wir hier hingehen und dann hier die Schwerter. The Great Sword. Na, ich habe immer nichts Gescheites. Ich habe dann nicht die zweite Stufe davon. Die Stufe Bone habe ich gerade auch nicht. Wir könnten ja natürlich andere Battle Axes machen, aber die Schwerter sind einfach. Ich hatte eigentlich noch nie das. Das bringt aber auch nicht mehr gerade. Mallet bringt auch nicht mehr. Polearm. Nur ein Polearm könnte ich machen. May attack from range door or deal area of effect. Damage. Das Schwert gefällt mir eigentlich immer noch am besten. Wir könnten also Stahl machen. Wir haben genug Iron zumindest. Mit gutem Leather. Na, Kreuz Hatchet ist wahrscheinlich trotzdem besser. Ah, ich bin so hin und her gerissen. Schade, dass wir keine bessere Eisen haben. Was wären denn? Das wäre Stufe 2 da. Kann ich noch nicht nachschauen, ha? Ich sage bessere Schwerter. Naja. Ich erst nachschauen, wenn ich das erste Schwert freigeschalten habe. Wobei, haben wir nicht haufenweise Gold? Warte mal. Wir haben doch haufenweise Gold. Wir haben 57 Gold. Yo! Ja, wir machen die Schwerter. Okay, Moment kurz. Moment kurz! Wir machen hier ein Zweihandschwert. Muss ich da irgendwo hin? Ich meine, wir können das eigentlich hier machen. Camp. Das erste und wichtigste, was ich machen will, ist ein Great Sword aus Gold und Pearl Leather. Ja, und du hast die Area of Effect hier. Target Horizontal Splash. Alright, geht 1,8 mal. Increases Shielding 7,2, weil es ein Great Sword ist. Let's go. Und dann haben wir Chebo rein und Vladimir. Dauert 5 Runden, ist nicht nichts, gebe ich zu. Ein bisschen kochen können wir dabei. Wir wollen aber auch ein bisschen. Moment mal, kochen wir zuerst mal. Kochen wir das mal zusammen. Grilled Fish haben wir nämlich noch nicht viel gehabt. Immer wieder ein bisschen Abwechslung hier. Tasha kann kochen und Mariana zusammen. Ja, kommt sie zumindest auf 2 pro Runde, which is fine. Und Wladimir und Boguslav holen sich hier Darkwood, Ustka und. Nein, warte, Marianne. Ich dachte, Marianne hätte ich gerade schon verwendet beim Kochen. Also eine andere. Zimuslav könnte jetzt eigentlich noch irgendwas machen. Aber ich glaube, Zimuslav muss gar nichts machen. Dann kannst du ein bisschen Holz holen. This is fine. Should be fine, anyways. Okay, ein bisschen Grilled Fish. Noch ein bisschen Grilled Fish. Ja, natürlich ein Einser-Fight, wenn wir jetzt Auto-Resolven. Schon. Haben wir immerhin Shadowborn, was Level 2 ist.
Und wir haben ein neues Kind bekommen. Aber zumindest sind noch ein paar aufgewachsen. Und wir können jetzt unser neues Gold Greatsword, unsere frisch gebackenen, Kriegerin geben. 14,4 mit Area of Attack und 41,2. Das ist schon nett. Und dann, nachdem wir das gemacht hätten, können wir hier kurz noch unsere Schilder liegen lassen. Diese Eisenschilder, die keiner braucht. Da, du bist das beste Schild. Also dich behalten wir. Na warte mal, du bist wahrscheinlich das beste Schild. Du bist noch ein bisschen besser, du bist aber auch schwerer. Okay, euch beide behalten wir, aber wo sind die anderen? Da. Eisenschilder. Muss ich die Iron jetzt behalten? Können wir das nicht einfach weghauen? Und dann haben wir unglaublich viel weniger. Ja, das sind nur 600 erleichtert, nur wegen dem depperten Eisen. Das ich eh nicht haben will. Wunderbar. Jetzt können wir schon fast wieder so viel tragen. Wie wir haben. Ja, jetzt bewegen wir uns nochmal darauf und hoffen, dass wir mit unserer Magierin, also mit unserer Hexe, hier was ausrichten können und ansonsten... Okay, warte mal, wer bist du jetzt? Du hast Intelligenz. Ich weiß, es ist überall Wisdom, es ist nie Chance. Ich versuche es jetzt mit Wisdom und Chance, auch wenn die Chance nicht besonders hoch ist. Weil wenn sie mal Circa werden würde, dann wäre die Intelligenz wieder gut. Aber es hilft dir leider nichts beim Circa werden, dass sie eine hohe Intelligenz hat. Was meiner Meinung nach nicht viel Sinn macht, aber let's try. Oh, es ist es tatsächlich geworden. Rejoice! Okay, wir haben echt... Gerade läuft das Ganze super. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir kurz ein Bier.